so einer Situation den Schrecken zu nehmen, empfehle ich einen bequemen, eleganten Hausmantel. Ich zeige dir, wie du in 6 einfachen Arbeitsschritten ans Ziel kommst. Als erstes schneiden wir wie immer alle Teile zu. Im Gegensatz zu dem unifarbenen Oberstoff benutze ich für die Frontbelege und für die Belege am Ärmelabschluss einen wunderbar klassischen gepunkteten Stoff. Mit der Nähmaschine steppen wir jetzt sämtliche Nähte außer der Armeinsatznaht. Gleich im Anschluss werden die Außenkanten der Belege und alle zuvor genähten Nähte mit der Kantelmaschine versäubert. Jetzt verstürze ich den Ärmelabschluss mit dem Beleg und steppe ihn wie einen zu lang geratenen Hosensaum am oberen Ende fest. Und so sehen jetzt die fertigen Ärmelabschlüsse aus. Jetzt verleihen wir dem Mantel sein Gesicht. Dazu verstürze ich den Beleg an der vorderen Kante samt Schalkragen. Bevor wir die Vorderkanten von außen bügeln, empfiehlt es sich, als erstes die Nahtzugaben von Beleg und Oberstoff flach zu bügeln. So lassen sich die Kanten viel einfacher Stoß auf Stoß bügeln. Beim Stecken des Beleges achte ich darauf, dass der Beleg des Schalkragens ausreichend Rollweite erhält. Nachdem nun alles sorgfältig gesteckt ist, können wir den Beleg samt unterem Saum in einem Rutsch feststeppen. Und als vorletzten Schritt stecken wir jetzt sorgfältig die Ärmel ein, um sie anschließend mit der Nähmaschine festzusteppen. Der letzte Schritt hält, was er verspricht. Wir nähen uns noch einen Gürtel. Und so sieht das gute Stück nun aus. In so einem schönen Hausmantel machst du in jeder Situation eine gute Figur. Ich kann so nicht arbeiten.